Sicht des Kistenschieber. Ja, moin Leute, Kistenschieber mal wieder hier. Jetzt mal was anderes. Und zwar diese Nudel von Samyang. Die gibt es seit einigen Tagen bei Rewe. Und seit zwei, drei, vier Wochen ungefähr. Ne? Gab es sonst nur in Asia-Läden. Und das hatte ich bei Pocket Hazel vor drei Jahren ungefähr gesehen. Jetzt probiere ich das mal selber aus. Mal gucken, wie scharf diese Sorte wirklich ist. Es gibt 13 verschiedene oder ungefähr so 13, 12, 13 Stück oder so verschiedene Arten. Das ist die einfache. Die hat ungefähr 4000 Scoville. Dann gibt es die zweifach Spicy. Die hat ungefähr 8700 Scoville. Und dann gibt es noch eine mit dreifach. Das ist die Packung schmaler. Die hat 12.000 Scoville. Ja, dann gibt es noch welche mit Käse und hast nicht gesehen. Ja, das zeige ich später. So, hier haben wir die zweifach Spicy. Dann die Kimchi-Variante. Dann die Curry-Variante. Und die Cheese-Variante. Und dann gibt es noch ein paar andere Sorten. Die haben wir bis jetzt noch nicht bei unserem Rewe. Aber kann ja noch werden. Gut, die ich jetzt machen werde, also die hier habe ich gerade festgestellt, die habe ich dreimal da, aber immerhin. Also die Nudeln soll man mit 600 ml Wasser zum Kochen bringen. Dann hier Wasser auffüllen. So. Ja, ein bisschen mehr ist das jetzt hier. So, ein bisschen runter. Ja, gut, 500, egal, das wird auch reichen. Oh, jetzt hier einen Topf rein. Das ist der einzige freie Topf, den ich gerade habe, aber egal. So, habe jetzt mal das hier aufgeschnitten. Hoffe, man sieht es so einigermaßen. Dann hier drehen das Teil. So. Das hier rausnehmen. Wasser kocht jetzt noch nicht, hau es jetzt trotzdem schon mal rein. Hier sind die beiden Tütchen. Mit der Soße und den Flakes. Ja, also hier, das ist das Scharfe. Und das hier sind die Sesamdinger. Sesamflakes müsste das sein. Und soweit ich das gesehen hatte, hier bei Pocket Hazel und Co. Aber schauen wir mal, wenn das Wasser gleich kocht. So, auf jeden Fall, das Wasser wird langsam. Es dampft schon. Da warten wir noch ein bisschen. Mal gucken, was ob man das gleich hier mal kocht. So Leute, jetzt kocht es. Da sieht man es. Da ist der Topf. Mal eine Gabel rausholen. So, ups. Gucken wir mal, wie weit das schon ist. Aber es ist noch sehr zäh. Das dauert also noch ein bisschen. Schauen wir mal. So Leute, haben wir jetzt mal ein bisschen Öl reingemacht hier in der Pfanne schon mal. Das angemacht und das wird jetzt mal hier rausgemacht. Moment, da muss ich noch 8 Esslöffel Öl, Wasser noch von dem Wasser da reinmachen. Das brauchen wir nämlich. Moment, anhalten. So, jetzt habe ich das Nudelwasser weggekippt, also den Rest. Und die Nudeln hier reingemacht in die Pfanne. Ich werde jetzt mal anbraten. Gleich mal eben das die Soße damit reinmachen. Und die, wie heißt das noch? Sesamgedöns. Ja. Und das brustet schon. So. Jetzt mache ich mal die Soße rein. Mal gucken. Muss mal schauen hier. Dass ihr das nicht an den Finger kriegt, das ist irgendwie sau scharf. So, ich hau jetzt einfach mal alles rein oder so gut wie alles. Das
kann man so machen, wie man will. Desto weniger es ist, desto weniger scharf ist es. Ich lasse mal eben das laufen hier. Das ist da. Ups, da ist mein Mülleimer geschmissen. Und dann hier die Sesamflockengedöns. Schauen. Das habe ich dann hier getragen. Schauen. So, jetzt haben wir es. Den Wender. So, runterdrehen, aber nicht zu stark hier eingestellt. So. Genau. So, das sieht schon mal gut aus. Anbraten ein paar Minütchen. Kriegt auch schon die schöne Farbe hier. Die Kamera ein bisschen anders drehen. So, da seht ihr es. Sieht auch schon mal gut aus. So soll das aussehen. So, das riecht auch schon richtig heftig. Wir drehen auch nicht die Augen. Die Pocket Hazel hatte ja schon vor einigen Jahren das gemacht. Und zweifach spicy gehabt, da trillten ihr schon die Augen, und vor allem bei den dreifach, wo 12 und Scoville waren, da erst recht. So, und dann werden wir einen Teller holen. Kleinen Moment. So, da wollen wir mal das rausholen hier aus der Pfanne. Das ist auch ganz schön angebraten schon. Mal schauen, dass wir das hier heile rauskriegt. Mit dem Rest hier noch, mit 3-4 Nudeln hier. Zack, zack, zack. So. Und den Rest noch von dem Holz runter. Zack, gut. Und dann sehen wir uns gleich mal in Wohnzimmer. Ja, Leute, da wollen wir mal gucken, wie das hier schmeckt. Also, wie heißt denn der Bulldog von Zhenyang? Die Nudeln. Ich habe gerade hier einen Unfall gehabt mit meiner Bierdose. Ja, ist hier auch noch reingelaufen. Also das hier ist die einfache Nudel, die normale scharfe mit 4000 Scoville. Schauen wir mal, wie die ist. Ja, also mal probieren. Oha. Oha. Alter. Ganz schöne Schärfe. Oha. Wie man dann die zweifach runterkriegen will, weiß ich auch nicht. Aber das ist sehr scharf. Puh. Meine Herren. Da eine richtige Schärfe. Ja, man sollte eigentlich auch Milch dazu trinken. Den habe ich auch da. Müsste ich jetzt holen. Da habe ich gerade keinen Bock zu. Ich gucke gerade Fußball nebenher. Wer da gegen Bayern München? 65. Minute, steht immer noch 1-0 für Bayern. Wer da hat auch schon ein paar Chancen, endlich mal. Aber die Abwehr ist immer noch scheiße. Hm. Und wenn ich Werder-Fan bin. Ja. Aber jetzt hierzu ganz schöne Schärfe. Alter Schwede. Man merkt schon die Schärfe ganz schön, aber ja, man merkt auch ja, die Soße. Sojasoße müsste das sein. Oder so. Mal schauen, wie wir das erkennen hier. Ein paar E-Nummern hier drauf, ja.
Naja, auf jeden Fall, man kann es essen. Ist aber sehr scharf. Muss ich sagen, also wie die zweifach sein soll, weiß ich auch nicht. Soll ja schärfer sein. 8700 Scoville, hier als 4000 ungefähr. Ja, auf jeden Fall probiert es selber aus. Meine Kamera ist gleich aus. Ne? Geht es auf jeden Fall bei Rewe, die Nudeln. Bei jedem gut geführten. Ja, oder anderen Läden. Ja. Kostet nicht viel. Ich glaube 2 Euro oder sowas. Keine Ahnung, 4 Euro weniger. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Und immer, wenn jetzt die Kamera ausgeht, dann sage ich mal schon mal tschüss. Euer Kistenschieber. Der Rahmennudel. Probierer. Bis denne. Oh. Ja, wie man sieht, hat schon einiges weggefuttert. Mir brennt die Fresse. Alter Schwede, ey. Ich mach das ohne Milch gerade. Aber es ist echt heftig. Trink Milch dabei. Oh. Bin am Ölen hier gerade. Meinen, das ein bisschen höher machen wieder. Kann sein, dass die Kamera ausgeht. Ey, boah. Alter, hätte nicht gedacht, dass das so extrem scharf ist. Na gut, das ist ja nicht umsonst die schärfsten Nudeln der Welt. Aber das ist heftig, ey. Mhm. Aber schmecken tut es trotzdem. Also es ist eine Schärfe, aber ein bisschen Geschmack bei ist. Und man sieht, läuft es bei mir runter gerade. Ja, muss ich echt sagen, ey. Ja, wer es mag, scharf mag, sehr scharf mag, ja, kauft es euch und sonst lasst es lieber, ey. Habt auch ein bisschen abkühlen lassen. Ja. Oh. Alter Schwede, ey. Boah! Am Ende wissen wir, wie die zweifach sind, ey. Alter Schwede! Hammer! Also, er ist jetzt noch das eben auch, aber. Bis zum nächsten Mal mit einem ganz anderen Video. Da war jetzt mal ein Test mit den Samyang-Nudeln hier vom Buddha. Samyang-Nudeln. Die Marke Buddha. Keine bezahlte Werbung, einfach freiwillig. Hab mich geopfert beim Fußball von Werder gegen Bayern. Nebenher. Echt scharf. Also Kissenschieber ist raus. Bye bye.